nicht richtig einordnen, wo du dazwischen stehst. Weil es für mich eben nicht nur noch Motocross gibt. Es gibt für mich auch nicht nur das normale Leben, aber auch nicht nur Motocross. Deswegen fühle ich mich manchmal ein bisschen verloren. Das kann dein ganzes Leben einnehmen. Motocross nimmt das ganze Leben ein, wenn du es richtig lebst. Scheiße formuliert. Zwischen der Normalität und dem Renngeschehen. Ein Tag, wenn du aufstehst und merkst, irgendwas ist anders, du bist nicht hundertprozentig bei der Sache, dann lad nicht aus. Und der Sport ist einfach so gefährlich. Die Frage ist nicht, ob du dich verletzt, sondern wann du dich verletzt. Schwer, eine Balance zu finden dazwischen. Ich denke, dass das viele können, aber gerade ich durch meine Eltern, das war immer sehr, sehr schwer. Meine Mutter hasst den Sport sowieso. Mein Vater liebt ihn, ich liebe ihn eigentlich auch. Aber wenn deine Mutter am Start eine Valium nehmen muss und sagt, bitte fahr nicht so schnell, spring nicht so hoch, komm heil nach Hause, wir haben nur den einen Sohn, dann geht man auf einmal doch sehr, sehr verwirrt an den Start, wenn einen der Vater dann noch pusht und man weiß, man kann es, aber ja, es ist schwer, da straight zu bleiben und sich nicht beeinflussen zu lassen. Und das hat mich auch immer daran gehindert, wirklich über dem Limit zu fahren. Das war teilweise meine Rettung, aber irgendwie auch die Bremse, die mich daran gehindert hat, noch schneller zu sein, noch besser zu werden. Dieser Spagat zwischen Mutter und Vater. Begleitet mich schon lange. Und dass man halt während des Motorsports, während dieser Zeit, das nicht so richtig wahrgenommen hat oder immer verdrängt hat. Weil man auch gar keine Zeit hatte, über sowas nachzudenken. Gerade durch den Unfall kamen Sachen, über die wusste ich noch nicht mal, dass ich über sowas nachdenken kann. Die mir dann auch Angst gemacht haben. Und dann ist man auf einmal in dem nächsten Karussell. In einem Gedankenkarussell, nicht mehr in dem Motorsportkarussell, aber in dem Gedankenkarussell, was einen genauso verängstigen kann wie der Tod. Du wirst ja eh alle nicht wissen, was dann ist. Trotzdem war das für mich so ein Gedanke, den kannst du nicht zu Ende denken. Deswegen wacht man ja auch immer auf. Man träumt, man stirbt. Ab dem Punkt wacht man auf. Auf dem Crossplatz will halt keiner wirklich Schwäche zugeben oder mal wirklich das raushauen, was er denkt. Motocross hat mich und meine Familie so eng zusammengebracht wie sonst nichts anderes. Wir sind von Rennen zu Rennen gefahren, waren ein Team. Und das hat mich mit meinem Vater so stark verbunden. Ohne den Sport, was macht man dann? Das ist doch alles, was ich kann. Dafür wurde ich gefeiert, damit habe ich mich identifiziert. Du musst auf jeden Fall aufopfernd sein. Du musst dein ganzes Leben dafür aufopfern. Fühlt sich nirgendwo so frei wie auf dem Motorrad. Nur ich und die Maschine. Da blendest du alles um dich herum aus. Jede Verletzung, jeder Sturz war es wert.
komplett. Ich habe nicht einmal gedacht, wofür machst du das? Also so lebendig wie in dem Sport habe ich mich noch nie gefühlt. Da bin ich sehr dankbar, was der Sport da für mich bereitgehalten hat.